Michael Färber ist mein Name. Ich leite den Consulting-Bereich bei Camunda. Ich übernehme direkt, jetzt haben wir so ein bisschen was über Praxistipps rund um das Projekt gehört. Ich möchte euch jetzt den Camunda Stack mal live vorführen, möchte aber trotzdem natürlich so ein bisschen das aufnehmen, was Robert gesagt hat. Das heißt, die Challenge, die wir jetzt haben, ist 30 Minuten. Wir wollen von Proof of Concept zu KVB kommen. Das heißt, mal einmal so diesen gesamten Lebenszyklus mal durchmachen. Steigen wir direkt mal ein in diese Evaluierungsphase. Ich habe euch ein kleines Beispiel mitgebracht. Stellt euch vor, wir sind die Camundantia-Versicherung. Die Camundantia-Versicherung, die vertreibt Kfz-Versicherungen im Direktvertrieb unter anderem. Wie man das so kennt von Kfz-Versicherungen, aber auch anderen. Die haben eben so eine schöne Webseite, da kann man dann seine Daten hinterlegen. Und wenn man hier auf den Button drückt, dann passiert was. Gehen wir heute mal davon aus, dass das so funktioniert, dass da eben eine E-Mail generiert wird, so ein E-Mail-Postverteiler, dann landet das da, dann nimmt es jemand raus, druckt es aus, verteilt es an die Mitarbeiter und dann bearbeiten wir diesen Antrag. Genau das möchten wir jetzt sozusagen ändern. Und man ist jetzt in der Phase, dass man eben sich Camunda angeschaut hat, sieht, das ist vielleicht ganz spannend für uns und möchte jetzt mal genau diesen Proof of Concept machen. Was wir da dann oft haben, ist, dass der Kunde uns schon ein paar Artefakte mitgibt. Das heißt, wir haben jetzt hier so ein Prozessmodell zum Beispiel. Da sieht man, der Prozess startet mit einem Antrag erhalten. Dann kommen wir jetzt in eine Risikobewertung rein. Das heißt, das Erste, was passiert ist, die schauen, wie hoch ist das Risiko dieses Antrages. Und dafür braucht man eben Regeln. Und diese Regeln hat die Fachabteilung uns schon in DMN gegeben. Das ist so eine DMN-Tabelle. Die ist sehr, sehr einfach aufgebaut. Das heißt, man hat hier so als Input Alter, Fahrzeughersteller, Fahrzeugtyp. Und als Ausgabe hat man dann hier so ein Risiko. Wenn man sich die erste Zeile mal anschaut, heißt das, wenn man 25 oder jünger ist, Porsche fährt vom Typ 911, dann ist das Risiko eben rot. Ja? Ist voll trivial, ist natürlich vollkommen klar. Mir ist wichtig, nur mal das Prinzip zu verdeutlichen. Was haben wir noch? Wir haben so ein bisschen Technik auch bekommen, weil im POC geht es halt auch um Integrationsthemen. Das ist es nicht, sondern das möchte ich euch zeigen. So ein kleines Groovy-Skript als Beispiel. Ja, der sagt, hier, wir wollen mal diesen Mail-Server jetzt integrieren, dann mach das mal, ich habe da schon was geschrieben, bring das da mal irgendwie rein und zeig uns, wie das geht. Das ist so das Setup, das heißt, wir kommen dann zu euch und wir machen, wie Robert das schon gesagt hat, gemeinsam mit euch diesen POC, das heißt, das Entwicklerteam, die Fachabteilung gehen da rein und wir bauen da wirklich einen laufenden Prototypen, das ist das Ziel. Das heißt, in den ersten 1 bis 2 Tagen, und POC geht so 3 bis 5 Tage dauert es, gucken wir ganz stark auf diesen Fachprozess und versuchen gemeinsam ein Verständnis herzustellen, im Sinne von, was soll dann fachlich laufen, wie kann man das technisch auch umsetzen. Und wenn man jetzt hier mal so schaut, ich habe schon gesagt, wir haben hier diese Risikobewertung, dann haben wir momentan 2 Fälle, einen grünen Fall, dann ist das Risiko in Ordnung, wir polizieren, oder den roten Fall, das Risiko ist uns zu hoch, wir lehnen ab. Und wenn man jetzt mal über die Tabelle guckt, vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, dann ist es so, wir haben hier diese Zeile 4, 5, da sind so gelbe Fälle, ja? Die haben wir noch gar nicht so richtig berücksichtigt, zum Beispiel habe ich mir mal ausgedacht, wenn jemand 21 oder jünger ist oder 75 und älter, dann will man vielleicht nicht sofort sagen ja, sondern man möchte zumindest nochmal draufschauen. Vielleicht durchaus verständlich. Und diesen Fall haben wir jetzt ja noch gar nicht abgebildet. Als ein Beispiel dafür, man ist in so einem Workshop, in so einem Mini-Prozess-Workshop, ergründet den Prozess und sieht dann, oh, da sind bestimmte Aspekte noch nicht abgebildet. Was man dann machen kann, das ist hier der Camunda Modeler, man kann dann zusammen dann diesen Prozess erweitern. Und man sieht auch, das ist im Modeler sehr, sehr einfach möglich. Da haben wir uns recht viel Mühe gegeben, das so angenehm wie möglich zu gestalten, dass man auch sehr, sehr einfach Prozesse erweitern und erstellen kann. Das heißt, hier bin ich jetzt in dem Bereich, ich möchte jemanden drauf schauen lassen, der soll dann wirklich über diesen Antrag entscheiden. Und auf Basis der Entscheidung sage ich dann eben, entweder ist er wieder policiert oder er wird entsprechend eben abgelehnt. Dann, was natürlich auch ein Aspekt ist, wir kommen dann halt so mit Best Practices um die Ecke und sagen, okay, wie modelliert man das denn so, dass es dann auch lesbar ist? Zum Beispiel sowas, so ein Gateway bezeichnet oder beschreibt man immer mit so einer Frage am besten. Das ist so ein Best Practice. Natürlich werden auch die entsprechenden Knoten beschrieben. Das sind so Beispiele, die wir dann sozusagen von unserer Seite auch noch mit reingeben. Dann sagen wir mal, das passt jetzt soweit für den POC. Ja, das ist das, was wir jetzt mal wirklich automatisieren wollen. Das heißt, der nächste Schritt ist tatsächlich, wir automatisieren das Ding. Ja, dafür brauchen wir diese Property-Span. Das heißt, wir müssen jetzt noch technische Informationen an dieses Modell ranbringen, dass es dann wirklich auch in Camunda läuft. Was machen wir da? Gehen wir einfach mal durch. Risikobewertung ist relativ klar. Ja, da gibt es ja in diesem BPMN, gibt es diesen Business Rule Task. Der ist hier.
Und wir haben auf der anderen Seite ja schon diese DMN-Tabelle gesehen. Das heißt, ich kann hier als Implementierung einfach sagen, das ist ein DMN. Jetzt muss ich diese Tabelle noch verknüpfen. Das mache ich so, dass ich einfach den Namen hier rauskopiere. Den füge ich hier ein. Und diese DMN-Tabelle hat noch ein Ergebnis. Das hat auch einen Namen. Das nennt sich hier, seht ihr hier, Risk Level. Das kopiere ich auch raus. Und damit diese BPMN-Tabelle weiß, wo ist denn das Ergebnis sozusagen enthalten, das füge ich hier ein und dann ist diese Tabelle auch schon verknüpft. Ja, fertig. Können wir weitergehen? Gateway. Jetzt müssen wir natürlich entscheiden, unter welchen Bedingungen laufen wir in welchem Pfad. Das müssen wir jetzt technisch noch ein Stück weit konfigurieren. Da habe ich was vorbereitet. Erstmal generell ist es so, ich kann diese einzelnen Knoten anklicken, kann sagen, Condition Type ist hier so ein Ausdruck, so ein technischer. Und ich habe das schon mal vorgeschrieben, damit ich mich jetzt nicht vertippe. Das heißt, das Prinzip ist, ich frage genau diese Risk-Level-Variable ab und frage, ist die grün? Da kommt dann grün zurück. Weil unter dieser Bedingung gehen wir den grünen Pfad lang. Der Rest ist Copy-Paste. Ja, das heißt, im gelben Pfad ist es natürlich dann entsprechend nicht green, sondern yellow. Und ihr kriegt ein T-Shirt oder derjenige kriegt ein T-Shirt, der mir sagt, was kommt hier unten rein? Keiner traut sich, ihr müsst doch noch ins Training, ich sehe schon. Red natürlich. Nehmt das T-Shirt bitte trotzdem mit, wir wollen das nicht wieder nach Hause mitnehmen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Antrag entscheiden, erstmal da lang. Das ist jetzt genau dieser User-Task. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal diesen technischen Prozess oder diesen automatisierten Prozess vorstellen, der rote und der grüne Pfad ist im Versicherungssprech der Dunkelverarbeitungspfad. Das heißt, ein Pfad, da kommt ein Antrag rein, der wird ohne menschliches Zutun komplett bearbeitet. Und der gelbe Pfad ist dann die helle Verarbeitung. Das ist, da guckt jemand tatsächlich drauf. Das heißt, das ist dann hier ein User-Task. Das heißt, ein Mitarbeiter bekommt eine Aufgabe und der braucht natürlich dann ein entsprechendes Formular und auch die entsprechenden Daten zu sehen, um das entscheiden zu können. Da kann man jetzt HTMLs bauen und so weiter. Das mache ich jetzt hier nicht. Ich habe nur 30 Minuten Zeit. Aber der Commander Modeler hilft mir dort. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier auch ganz, ganz einfache Formulare mir erzeugen zu lassen, einfach indem ich hier Variablen definiere, sage, von welchem Typ sind die, in meinem Fall ist das hier ein Boolean, und wie heißen die dann in der Oberfläche, bei mir heißt das genehmigt, Fragezeichen, und diese Variable habe ich approved genannt. Ja? Da könnte man jetzt noch mehr machen, aber wichtig in diesem Fall ist, ich habe diese approved-Variable, weil die brauche ich natürlich jetzt hier im Gateway wieder, um die entsprechend abzufragen. Schau ich nochmal, habe ich die richtig geschrieben? Ja, das sieht gut aus. Das heißt, auch hier ist es wieder so, dass ich einen Ausdruck hinterlege, den habe ich mir auch schon vorbereitet. Das heißt, ich frage einfach, ist diese approved-Variable, wenn der irgendwann mal diesen Task completed hat, ist die true? Oder hat er eben gesagt nein, dann ist diese Variable eben false. Und das trage ich hier entsprechend ein. Dann sind wir mit dem manuellen Teil durch, das heißt, wir können uns die letzten zwei Aktivitäten mal vornehmen. Und da hatte uns der Entwickler ja, dieser Kamundanze-Entwickler ja dieses Skript geschickt. Das nehmen wir jetzt. Ich hätte jetzt hier einen Service-Task machen können, in dem Fall ist es jetzt hier der Skript-Task. Das heißt, ich habe hier ein externes Skript vom Typen Groovy. Wenn das jetzt ein JavaScript wäre oder eine andere Skriptsprache, ist das natürlich auch möglich. Das ist ein externes Skript. Jetzt muss ich wieder angeben, wo das später liegt, dieses Groovy-Skript. Das habe ich mir auch schon mal vorbereitet. Das liegt später, wenn ich diesen Prozess deployed habe, dann einfach hier an dieser Stelle. Genau dasselbe mache ich hier unten. Auch wieder ein Script-Task. Wo ist er? Hier unten. Format Groovy. Externes Skript. Und einfach verlinkt. Das ist das Prinzip. Das heißt, wir sind jetzt wirklich alle Schritte durchgegangen, haben die entsprechend ergänzt mit technischen Informationen. Und jetzt kommt der spannende Moment. Jetzt bringen wir das Ding mal live. Ja? Ich habe im Hintergrund schon eine Camunda-Instanz gestartet. Jetzt zeige ich euch mal eine Oberfläche, eine weitere von Camunda. Das ist dieses Cockpit. Cockpit ist von der Zielgruppe her eigentlich eher gedacht für den technischen Betrieb. Ihr seht hier so ein paar Dashboards, das ist alles momentan null. Das heißt eigentlich, das Ziel vom Camunda Cockpit ist, dass der technische Betrieb sieht, was läuft gerade, wie viel läuft, gibt es Fehler, das zeige ich euch gleich noch. Aber dort gibt es auch die nette Funktionalität, dass ich eben hier so ein Deployment machen kann. Das heißt, ich kann wirklich diese Dateien jetzt mal in Camunda hochladen. Das heißt, ich gebe dem hier mal einen Namen, Roadshow. Und jetzt muss ich einfach nur diese Dateien anhängen. Ja, ich habe das PPMN, ich habe das DMN, ich habe hier dieses kleine Groovy-Skript. Das füge ich zusammen, sage Deploy, jetzt wird es spannend, hat funktioniert. Das heißt, successful. Das heißt, wenn wir jetzt hier in das Cockpit wieder gehen, sehen wir rechts, eine Prozessdefinition ist verfügbar und eine
Decision Definition, wenn wir reingehen, sieht man dann tatsächlich auch genau diesen POC-Prozess im Camunda. Das heißt, der ist hier erfolgreich angekommen. Momentan ist da halt noch nichts passiert. Ja, wir sehen nur das Modell, da ist noch nichts durchgelaufen. Das wollen wir jetzt mal ändern. Jetzt kommt es zum Schwur sozusagen. Vierter Tag des POCs. Was ich natürlich machen könnte, wäre jetzt diese Webseite anzubinden. Oft ist es aber so, dass das gar nicht so wichtig ist, um zu verstehen, bringt Camunda Wert oder nicht, sondern es ist wichtig zu verstehen, wie starte ich denn so einen Prozess an, und das kann ich einfach über so einen REST-Client machen. Ja? Camunda hat eine REST-API, das heißt, ich habe hier mal zwei Fälle vorbereitet, wir geben einfach, schießen sozusagen diese Requests in Richtung Camunda und dann schauen wir mal, was passiert. Ich habe hier den grünen und den gelben Fall, starten wir mal den grünen Fall. 200, das sieht gut aus. Jetzt gehen wir mal hier wieder ins Cockpit, machen einen Refresh. Und jetzt sieht man in der Historie, ja, da ist jetzt tatsächlich dieser Prozess einmal komplett grün durchgelaufen, ohne jegliche menschliche Interaktion. Man sieht, der ist auch schon completed. Und wenn ich jetzt mal in meine Mails schaue, dann ist tatsächlich hier 10.15 Uhr auch die Mail schon entsprechend angekommen. Hat also funktioniert. Dasselbe mache ich jetzt nochmal für den gelben Fall. Gucken wir nochmal ins Cockpit rein. Ja, da sieht man, hier hat man zwei Prozesse. Einer läuft auch noch, das ist dieser blaue Bubble hier. Ja, man kann tatsächlich in jeden einzelnen Prozess eben auch reinschauen. Ja, das heißt, jetzt stellt euch nicht vor, das sind hier zwei, sondern 10.000. Dann hat man halt auch historisch diese 10.000 hier entsprechend verteilt. Und ich kann jeden einzelnen reinschauen, sehe dann hier so ein Audit-Log, wann ist was passiert. Ich sehe Variablen, das heißt, ich kann auch wirklich in die Daten reingucken, insbesondere wenn eben zum Beispiel Daten noch fehlerhaft sind, kann ich die sogar verändern. Und jetzt stellt sich natürlich vielleicht die Frage, warum bin ich denn eigentlich diesen gelben Pfad gelaufen? Ja, das habe ich überhaupt nicht mehr so im Blick. Das heißt, ich habe hier direkt auch die Verknüpfung der DMN-Tabelle. Das heißt, ich kann hier einfach direkt aus dem Cockpit, aus dieser Instanz heraus, in die konkrete Instanz dieser Entscheidungstabelle springen. Und dann sieht man, ja, das sieht man jetzt hier nicht so gut. Normalerweise in meinem Fall sieht man hier jetzt blau. Ja? Das heißt, man kriegt gehighlightet, welche Zeile hat tatsächlich gezogen. Und man sieht auch die entsprechenden Daten. Ja? Man sieht, der Kollege hier, der Antragsteller, war 19. Dementsprechend hat diese vierte Zeile gezogen und der Output war entsprechend gelb. Ja? Das heißt, man hat auch die komplette Transparenz über die entsprechende Entscheidung oder Entscheidungen, wenn es eben mehrere sind. Genau, das heißt, wir gucken uns jetzt nochmal genau diesen Task an. Dafür zeige ich euch diese Tasklist. Die liefern wir standardmäßig mit. Die könnt ihr verwenden, die müsst ihr nicht verwenden. Ja, die ist für Prototyping sehr gut. Es gibt tatsächlich auch Kunden, die das live einsetzen. Das kann man auch customizen, farblich und so weiter. Das ist wirklich eine full-fledged, sage ich mal, Tasklist. Aber viele haben eben schon Tasklisten oder Postkörbe im Einsatz. Und wenn das der Fall ist, muss man jetzt noch nicht die Camunda-Tasklist auch noch hinzufügen, sondern dann integrieren wir uns eben in diese Taskliste rein. So sieht das aus. Das heißt, ich habe jetzt mal diesen Task geöffnet. Der ist wunderschön geworden. Ja, ein Feld reicht für mich. Wenn ich den jetzt complete, mache ich gerade mal, dann übernimmt Camunda wieder die Engine und im Hintergrund, ich denke, ihr wisst, was passiert, läuft der Prozess jetzt weiter. Das heißt, wir sind jetzt den unteren Pfad gelaufen und die zweite Mail ist entsprechend eben auch reingekommen. Das ist der POC. Alle sind glücklich. Wir haben alle das. Stellt euch vor, wir haben das alle gemeinsam entwickelt, man hat was Lauffähiges, das könnt ihr jetzt tatsächlich in eurer Organisation auch mal zeigen, ja, und auch so ein bisschen von eurem Feedback berichten. Hat es funktioniert, was hat gut funktioniert, wo sind vielleicht noch Herausforderungen? Das ist das Ziel dieses POCs. Jetzt mache ich den mal zu. Ich starte schon mal das vermeintliche Produktivsystem, das habe ich auch noch da, und Optimize habe ich auch noch da, das heißt, da läuft jetzt ein bisschen was im Hintergrund los. Während das hochläuft, gehen wir zurück in die Präsentation, ruhen jetzt mal aus. So ein POC ist immer sehr anstrengend, aber auch vielleicht viele Informationen, machen wir mal kurz Break. Ja? Nur ganz kurz, gucken wir nochmal auf die Umsetzungsphase. Ja? Da möchte ich ein Stück weit das ergänzen, was Robert gesagt hat, aus einer technischen Brille. Was ist da wichtig aus meiner Sicht, um das nochmal zu unterstützen? Natürlich nutzt ihr euer Tooling. Ja, ihr nutzt eure favorisierte Entwicklungsumgebung. Ihr nutzt euer favorisiertes Versionskontrollsystem. Ihr nutzt eure Prozesse, das heißt euren Entwicklungsprozess, ob agil oder Wasserfall, all das. Da wollen wir gar nicht irgendwie Einfluss nehmen, sondern die Idee ist, wir begreifen uns als Technologie und wir möchten uns nahtlos sozusagen in die Entwicklungswelt einbringen. Das ist so das Ziel, was wir haben. Ich mache das hier nochmal.
mal zu, jetzt habe ich Excel gestartet. Genau, das ist eine Sache, die ich euch sagen oder zeigen wollte. Das andere ist, jetzt habe ich, stellen wir uns vor, wie gesagt, jetzt haben wir 3 bis 4 Monate mal so ein Entwicklungsprojekt gemacht. Jetzt haben wir das wirklich auch live gebracht. Das heißt, ich habe jetzt hier mal den Live-Server, den vermeintlichen, hochgefahren. Und da vielleicht auch nochmal ein paar Dinge, die vermutlich euch klar sind, aber ich möchte sie trotzdem nochmal explizit nennen. Eine wichtige Sache ist ja hier schwer beschäftigt, ich logge mich nochmal ein. In so einem Live-System ist es natürlich dann so, oder im Live-Projekt ist es dann so, da habe ich dann vielleicht auch mehr Prozesse noch gebaut. Ja? Das heißt, POC ist wirklich ein kleiner Scope, da reduziert man darauf auf das, was euch wichtig ist, was ihr verstehen wollt. Im Live-Projekt habt ihr dann eben einen größeren Prozess. Das heißt, ihr habt den komplett gemacht, erstmal fachlich. Ja? Das heißt, da sind jetzt eben noch weitere Aspekte hinzugekommen. Ich mache das mal größer, dass ihr das auch sehen könnt. Da sind zum Beispiel so Dinge jetzt reingekommen, diesen gelben Fall, dass man sagt, ja natürlich, da kann auch ein Dokument fehlen, das will ich nochmal nachfordern. Oder man sagt, eigentlich ist meine Idee, ich möchte, dass dieser gelbe Fall in 2 Tagen abgeschlossen ist. Wenn das nicht der Fall ist, habe ich hier so eine Antragsbeschleunigung drin, da guckt der Chef nochmal um die Ecke und guckt böse. Ja, solche Dinge kann man eben noch reinbringen. Als ein Beispiel für, ja, ich mache diesen Prozess komplett, damit das eben nicht vergessen wird. Weil wir kriegen tatsächlich so immer mal wieder so die Idee oder die Hinweise gespielt, ja, das POC, der sieht schon echt gut aus, können wir den nicht einfach live nehmen? Nein, werft den weg, macht es ordentlich, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein Aspekt und dann ist es natürlich auch so, auch die Webseite muss dann angebunden sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier wirklich mal einen Namen eingebe, Michael Färber und Porsche 911, das ist dieser gelbe Fall wieder, mit einer entsprechenden E-Mail-Adresse, und ich das absende, dann muss das halt auch entsprechend funktionieren. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier refreshe, seht ihr, diese Anbindung funktioniert dann auch entsprechend. Entsprechend getestet auch, na, das sind auch so Themen wie Unit-Testing, ganz, ganz wichtig, das funktioniert auch. Und, das ist wahrscheinlich auch jedem klar, ich zeige es trotzdem, weil es ab und zu vergessen wird, auch diese Tasks könnt ihr natürlich, oder solltet ihr auch explizit nochmal so anpassen, dass die all die Daten enthalten, die relevant sind, um eine qualifizierte Entscheidung zu treffen, dass die auch vom Look and Feel so aussehen, dass jemand tatsächlich UX-technisch da sauber irgendwie mit umgehen kann. Das sind Dinge, wenn man so einen POC sieht, dann fokussiert man echt darauf, weil das ist natürlich sehr, sehr wichtig, das im Blick zu haben. Ich complete den mal, dann ist der ja auch wieder raus. Das heißt, wenn ich hier in die Historie gehe, da ist jetzt relativ wenig los in meinem Fall, dann habe ich halt einen, der hier unten ist. Jetzt spielen wir mal einen Betrieb oder Live-Betrieb. Das heißt, ich nehme dieses Modell, wir fokussieren mal auf den grünen Pfad und ich möchte jetzt mal so ein bisschen Last draufbringen. Das heißt, ich habe hier so ein kleines Skript geschrieben, das führe ich mal aus, das startet jetzt alle 3 Sekunden Prozesse. Einfach mal als ein Beispiel dafür, dass man da jetzt tatsächlich auch Anträge im Live-Betrieb reinbekommt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier, was sehe ich dann im Cockpit davon? Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier refreshe, habe ich eben die Transparenz darüber, da sieht man jetzt hier, die Liste füllt sich ein Stück weit, jetzt sieht man hier, kommen auch Schritt für Schritt die entsprechenden Prozesse rein. Ich kann jederzeit nachvollziehen, wo sind die langgelaufen. Und was ich jetzt ganz gerne nochmal zeigen möchte, ist eine Situation im Betrieb. Freitagnachmittag, 3:45 Uhr. Betriebler, ich bin der Betriebler, ich möchte gleich schwimmen gehen, Wochenende machen. Was passiert? Fehler. Ja, natürlich. Wie möchte ich das simulieren? Wir senden hier was raus. Ich möchte einfach mal das Internet ausknipsen. Der Service funktioniert dann sozusagen nicht mehr. Dann können wir mal schauen, was wir im Cockpit, also eine Möglichkeit möchte ich mal zeigen, wie man Fehlerhandling im Cockpit machen kann. Dafür gehe ich mal auf diese Übersicht. Der Betrieb ist voll entspannt. Noch 10 Minuten, dann geht er in Urlaub oder in sein Wochenende. Jetzt knipse ich hier mal aus. Was passiert? Er kriegt sofort, wenn dieser Service nicht mehr funktioniert, sofort bekommt er Incidents. Erstmal nur ein, dachte mir, ach, egal, Mist 3, jetzt muss ich mich doch drum kümmern. Ich gucke mal rein. Ja, das heißt, er kann von so einer sehr groben Ebene, kriegt er erstmal mit, es gibt Fehler, kann er sich jetzt rein navigieren und dann sieht er sofort auch gehighlightet hier unten, welcher Prozess ist denn betroffen. Das heißt, dann geht er da erstmal rein und dann ist er wieder in dieser Prozessansicht und er kriegt auch direkt, ohne dass er jetzt irgendwie Logs durchsuchen muss und so weiter, kriegt er visuell dargestellt, wo ist denn das Problem, nämlich genau hier. Und er sieht, oh, es sind sogar schon 8. Jetzt ist aber irgendwie blöd. Was machen wir denn jetzt? Eine Sache, die man machen kann, man kann unterschiedliche Dinge tun. Ja, man kann eine Sache, die sehr, sehr sinnvoll oft erscheint, ist, dass man diese Aktivität, wenn man die eingrenzen kann, diesen Fehler, tatsächlich erstmal
pausiert. Ja, das heißt, ich kann die anklicken, kann sagen Pause und dann werden diese Instanzen, die dort landen, nicht weiter ausgeführt. Das heißt, das sieht man jetzt auch hier. Jetzt haben wir hier 15 Incidents, aber 18 Instanzen, die warten. Das heißt, 3 sind jetzt nicht ausgeführt worden, die warten. Stellt euch vor, ihr habt ein Szenario, wisst, der Fehler ist, dass ihr fehlerhafte Daten an irgendeinen Service und irgendeinen externen verschickt. Ja, und das ist natürlich ein perfektes Mittel, um diesen Service zu pausieren, dass diese Daten nicht mehr rausgehen. Auf der anderen Seite werden trotzdem noch Instanzen angenommen und 3 Anträge. Das heißt, der Antragsteller kriegt davon gar nichts mit. Was kann ich jetzt tun? Natürlich muss ich mich jetzt um den Incident kümmern, und zwar relativ schnell. Das heißt, ich kann hier runtergehen bis auf die Log-Ebene. Oft ist es so, wenn es jetzt ein Bug ist, ja, dann wird der Betriebler da nicht viel finden. Ja, dann muss er tatsächlich im Zweifel den Entwickler einschalten. Was er da für eine Möglichkeit hat, ist, ich habe hier mehrere Versionen dieses Prozesses. Ja, und ich weiß vielleicht, ich habe eine neue Prozessversion eingespielt. Ich kann da wieder zurückspringen. Dann habe ich sehr, sehr schnell das recovered und ich habe erstmal wieder einen stabilen Stand. In meinem Fall ist es sehr einfach. Der kann tatsächlich, er sieht, das kann er verstehen, ja, dieser Mail-Server ist nicht erreichbar. Ah, das ist ja der Horst, mit dem wollte ich ja schwimmen gehen, der ist auch noch da. Den frage ich mal, der hilft direkt, der macht hier den Service wieder klar. Ja, mache ich mal direkt, so. Und dann schauen wir mal, was passiert. Hier ist das Cockpit. Jetzt sind wir bei 18.15, ist wahrscheinlich schon wieder hochgelaufen. Was jetzt passiert ist, alle wartenden Instanzen werden jetzt weiter verarbeitet. Ja, wir sind jetzt noch bei 38, so. Ach nee, passiert noch nichts. Ich habe noch was vergessen. Wir müssen natürlich hier wieder die Aktivität anknipsen. Die stellen wir wieder auf Play. Und dann sieht man jetzt tatsächlich, dass von diesen 38 Instanzen werden die, die noch nicht in den Fehler gelaufen sind, werden jetzt Schritt für Schritt einfach weiter bearbeitet. Ja, das heißt, jetzt sind wir wieder bei den 15 Incidents. Die muss ich aber explizit nochmal behandeln, ja, weil das könnten ja unterschiedliche Fehler sein. Was ich jetzt hier machen kann, ist zum Beispiel alle manuell retryen. Jetzt stellen wir uns aber vor, das sind nicht 15 Incidents, sondern 15.000. Da hat man relativ wenig Lust drauf, das zu tun. Das heißt, direktes Feedback von Kunden, wir brauchen Batch Operations, die haben wir auch entsprechend eingebaut. Das heißt, ich kann hier auf mehrere Instanzen erstmal filtern, kann sagen, gib mir mal alle, die Incidents haben, jetzt habe ich meine 15 wieder. Und dann kann ich sagen, starte da mal bitte eine Aktion, zum Beispiel mach hier mal so ein Retry. Ja, einmal, für alle nochmal neu versuchen, das führe ich entsprechend aus. Sehr, sehr wichtiges Feature und wenn wir jetzt ins Cockpit gucken, dann sind die Instanzen wieder null, gerade nochmal geschafft. Gut, jetzt muss ich ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben ja noch KVP vor uns. Das möchte ich natürlich auch nicht vorenthalten. Das ist hier die Verbesserungsphase. Dafür habe ich im Hintergrund eben schon mal Optimize gestartet. Mache ich aber mal hier auf. Das wollte ich euch nicht. Das, genau. Optimize Zielgruppe hier, der Fachbereich. Ja, das heißt, ihr habt gesehen, Camunda schreibt im Hintergrund sehr, sehr viele Daten. Natürlich macht es total viel Sinn, dass man diese Daten auch Mitarbeitern, Fachbereichen zur Verfügung stellt, dass sie genau verstehen, was läuft in meinen Prozessen, was läuft gut, was läuft nicht so gut und dass man sozusagen eine Grundlage hat, um KVP machen zu können. Wie sieht sowas aus? Was kann ich da zum Beispiel erstellen? Ich habe mal ein bisschen was schon mal vorbereitet, einfach damit ihr so ein bisschen eine Vielfalt an möglichen Reports seht. Ja? Ein Ding wäre so ein Progressbar. Wir möchten pro Monat 250 Anträge bearbeiten, wir stehen momentan bei 148. Ja, so soll ist bezogen auf Ziel. Rechts seht ihr aktuelle Anträge in Bearbeitung. Ihr wisst, ihr habt 5 Mann, heute sind 2 krank, ihr wisst, 35 sind zu bearbeiten. Habt ihr eine Grundlage, um darauf zu reagieren oder eben nicht? Dann hat der ein oder andere vielleicht schon gesehen, Heatmaps. Sehr, sehr mächtiges Konstrukt, weil es visuell so einfach funktioniert, aber trotzdem sehr, sehr viel Aussagekraft hat. Ja? Das heißt, ich visualisiere hier, mache das auch mal größer, die Anzahl der Prozesse und wie sie durch den Prozess gelaufen sind. Ja? Das heißt, wir haben hier 3.468 und wir sehen, von denen sind 91% sind wirklich den grünen Pfad gelaufen, was super ist. Ja? Das ist ja genau das, was ich wollte. Aber ich habe tatsächlich auch diese Informationen, ich habe sie relativ live, wir nennen das Near Real Time, wir haben so einen Versatz von 1 bis 10 Sekunden. Ja? Das heißt, wir haben wirklich aktuelle Daten. Wir müssen nicht irgendwie eine Nacht warten oder ein Wochenende warten, bis da Daten synchronisiert sind, sondern wir haben das direkt. Dementsprechend Ablegungsquote 7,9%. Was auch spannend ist hier, wir haben so eine manuelle Bearbeitungsquote von 28%. Ja, das kann gut, das kann schlecht sein, aber ich weiß es erstmal. Das muss ich jetzt für mich wieder beurteilen.
Diese Heatmap gibt es auch für Zeit. Das heißt, die Frage, wo wird Zeit investiert? Und das ist natürlich insbesondere in dem Fall, wenn manuell irgendwas getan wird. Hier dieser gelbe Pfeil, der Task wird in 1 Stunde 14 im Durchschnitt bearbeitet. Wenn ich ein Dokument beantrage, wo ich ja wieder mit dem Antragsteller interagiere, sind das 4 Tage 11 Stunden. Da kann ich auch Soll-Kennzahlen hinterlegen. Sagen wir mal hier, das wären 2 Tage, dann wäre das, kann ich jetzt nicht zeigen wegen der Zeit, wäre das hier komplett grün. Wenn ich aber einen Tag sage, würde die Farbe entsprechend wechseln, es wäre komplett rot. Das heißt, ich kriege sofort eine Indikation grafisch, bin ich hier im Soll oder eben nicht, wo hakt es gerade. Dann hier nochmal ganz schnell die Info, das ist auch wichtig zu wissen, wir kriegen ja Antragsdaten oder Prozessdaten rein, die werden in der Engine gespeichert, die kann ich auch auswerten. Ja, das heißt, ich kann sagen, in meinem Beispiel, ich möchte einfach mal wissen, welche Kfz möchten die Antragsteller denn tatsächlich versichern. Ja? Interessante Informationen als ein Beispiel dafür, dass ich fachliche Daten auswerten kann. Dann möchte ich euch nochmal zeigen, wie kann ich denn so einen Report tatsächlich erstellen. Da haben wir sehr, sehr viel Mühe gemacht, das so einfach wie möglich zu machen. Ja, das heißt, wir können ja auch sagen, Create Report. Dann wählen wir einfach immer den Prozess aus. Das kann man auch über alle Versionen machen. Dann sage ich, was möchte ich denn auswerten? In meinem Fall möchte ich mal die Anzahl der Prozessinstanzen zählen. Und das möchte ich irgendwie gruppieren. In meinem Fall gruppiere ich mal über Monate. Und ich möchte das als Linechart machen. Das heißt, man geht so Schritt für Schritt weiter, so eine Art Wizard. Und es ist, wie gesagt, möglichst einfach wollten wir es machen, dass man diesen Report erstellt. Jetzt fokussiere ich momentan auf alle Instanzen. Das kann ich natürlich auch mal einschränken. Ich kann sagen, ich möchte nur die Daten des letzten Jahres sehen zum Beispiel. Dann gebe ich dem ganzen Kind einen Namen, speichere das ab und dann ist es erstmal da. Ich speichere das hier nicht ab, weil ich noch einen weiteren Filter euch zeigen möchte. Und das ist der sogenannte Flownode-Filter. Da kann ich sagen, ich möchte nur Instanzen sehen, die durch eine bestimmte sogenannte Flownode, ein Element, gelaufen sind. In meinem Fall möchte ich hier mal das Antrag entscheiden auswählen. Das heißt, ich möchte nur die Anträge haben, die tatsächlich manuell bearbeitet wurden. Ja, und dann sieht man schon, oh, das steigt irgendwie gerade an. Vielleicht ganz interessante Informationen, die speichere ich mir mal ab. Dann mache ich noch ganz schnell einen weiteren Report, weil ich euch noch ein anderes Feature zeigen möchte, was sehr, sehr spannend ist. Im Prinzip ist es jetzt erstmal vom Aufbau her dasselbe. Das heißt, ich zähle wieder Anzahl der Prozessinstanzen, gruppiert über Monate, visualisiert als Linechart des letzten Jahres. Jetzt noch ein anderer Flownode-Filter. Einfach mal als ein Beispiel, um zu zeigen, was kann man da für Erkenntnisse rausgewinnen aus so einer Auswertung. Jetzt möchte ich mir mal die angucken, die hier reingelaufen sind, das heißt die manuelle Bearbeitung, und dann aber zu lange gedauert haben. Ja, das ist ja ganz spannend. Gehe ich hier entsprechend rein. Und dann sieht man, oh, das könnte auch irgendwie schwierig sein. Sagen wir mal jetzt zu langsam. Speichere ich ab. Und jetzt nochmal die Frage, wie kann ich dieses Dashboard erzeugen? Ja, das heißt, beziehungsweise ich möchte euch ganz kurz noch einen kombinierten Report zeigen. Jetzt kann ich diese beiden Reports korrelieren. Ich kann sagen, ich möchte mir mal den manuellen anzeigen lassen und die zu langsam. Ja, und dann sieht man tatsächlich spannende Korrelation. Offensichtlich der Anteil der manuellen Anträge steigt gerade und die werden auch immer langsamer in der Bearbeitung. Ja, als ein Beispiel dafür, was ich eben auch an Schwachstellen aufdecken kann und darauf reagieren kann. Ja, das heißt, das speichere ich ab. Jetzt noch ganz schnell zum Schluss, bin schon ein bisschen drüber, die Frage, wie kann ich das Dashboard erzeugen? Das heißt, ich nehme diese ganzen gespeicherten Reports und füge sie eben einfach hier hinzu. Ja, das heißt, ich habe hier jetzt meinen kombinierten Report, kann ich mir auch noch hier schön ziehen und da habe ich noch ein paar andere vorbereitet. Das ziehe ich mir hier entsprechend zusammen, gebe dem Kind wieder einen Namen, speichere das ab, mache es groß, hänge es an, zeige es auf dem Bildschirm an, dann habe ich tatsächlich so ein Dashboard und kann das jederzeit anzeigen. Da gibt es noch viel, viel mehr auch an Möglichkeiten der Auswertung. Ja, unser Ziel war heute mal einen Schweinsgalopp, einmal so einen Ritt durch die Camunda-Produkte zu machen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Pause, das heißt, wenn jetzt Fragen sind, fragt mich gerne, fragt die Kollegen. Und nachher, eine halbe Stunde, geht es dann weiter mit dem nächsten Vortrag. Dankeschön.